Recht herzlich willkommen zur 86. Folge vom Corbo Space Programm. Ja, wir sind hier unterwegs, um den Jota direkt zu bergen. Und das heißt, wir müssen jetzt mal gerade auf das andere Vessel umstellen. Ich hab... Who Hatch? Transfer, was ist das? Warte mal hier. Naja, das wird nicht gehen, einfach Transfer ist. Sag schon, hier ist. Was steht da? Already in this module. Okay. Jota Carbon is only in this module. Okay. Target switching locked. Ja, auch interessant, ne? Target switching locked. Ich kann nicht darüber schalten, auch interessant, aber wir hatten noch eben die andere Ansicht hier. Okay. Da geht's. Rechtsklicken, da geht's nicht. Oder ich hatte eben zufälligerweise die Tür erwischt. Das kann natürlich auch noch sein. Die vielbesagte SZ-Taste zum Switchen geht leider nicht. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich mach's mal über das Space Center halt. Müsste eigentlich gehen, oder? Gehen wir hier hin. Steht der hier denn drauf? Ne, das ist es wahrscheinlich auch noch nicht mehr, ne? Munterabsis. Ah, ich weiß, wo es gehen könnte. Das ist in der Karte. Oder es geht jetzt sowieso, weil ich... Ne? Puh, Hatch, da ist es. Eva. Und jetzt ist er raus. Oh, oh, oh. Kann ich den denn jetzt... No Target. Ah, jetzt stabilisiert er, alles klar. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich unsere Kapsel sehe. Die ist da, alles gut. Gut. Ne, das war falsch. Wir müssen nur vor. Aha. So, zoomen wir mal ein bisschen rein, ne? Quatsch. Na dann. Gehen wir mal drauf zu. Sieht auch easy going aus, ne? So. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Leiter ist. Und dann kommen wir da schon hin. Glücklicherweise ist jetzt hier ein bisschen Licht. Und
Dann werden wir das gleich schon hinkriegen, ne? Okay. So. Ist da nicht rechts die Luke? Schwierig zu sehen. Da ist sie. So, ein bisschen näher ranzoomen, dann sehen wir das noch besser. Okay. Kann er da anpacken? Nee, ne? Er segelt gerade dran vorbei. Und das war die falsche Taste. Aber... Shit. Wo ist er jetzt hin? Da. Ah, da ist die Leiter. Okay. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin. So. Jetzt hier, kann man hier umschalten? Nö. Ein bisschen vor. Ja. Vor. Ich glaube, er ist jetzt gerade angestoßen, ne? Kann das sein? Ja, aber... F geht nicht. Komm, einmal F oder sowas drücken. Da, Board. Wunderbar. Hat er nicht genommen. Doof gelaufen. F. Was macht er denn, wenn ich F drücke? Das war ja ganz schlecht jetzt. Oh. Sind wir Kilometer weit weg, wa? Das ist gar nicht gut gelaufen. Wo ist das Ding? Wo ist es? Was hat denn der jetzt gemacht, ey? Wo ist das Target? Da oben ist es. Nee, das ist das Verkehrte. So, Anhaltspunkt erstmal haben. Mal hoch, dass wir näher kommen wieder zu dem da. Oh, das ist jetzt aber super schlecht, ne? Das war kein Tor. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal da hoch. Jetzt verliere ich die Kapsel da auch noch. Wo ist die denn? Da ist sie.
So, jetzt haben wir wieder einen Anhaltspunkt erstmal. Das war ja nicht ganz weit weg von dem. So. Hundert Meter oder sowas war die andere Kapsel, aber wo ist die? Da ist sie. Glück gehabt. Aber dass der da so sich da verzettelte an der Kiste, ne, da auch nicht mitgerechnet. So, mal näher. 150 Meter. Wo ist denn das Teil jetzt? Da. Schlecht zu sehen, ne? So. Jetzt müssen wir gucken, wie hier vorne ist und wo hinten ist, ne? Ich glaube, hier ist hinten, genau. So. Q-Hatch steht da auch. Mal gucken, wo die Leiter ist, ne? Näher rankommen. So, weiter links raus. So. Ja. Und stopp. Wo ist der Eingang? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Dann mal da lang. Und kurz drehen. Und nicht da lang. Bisschen runter. Da ist jetzt der Eingang gleich, oder? Gut. So, vorbei. So, da ist die Leiter. Oder sollte sie sein? So, und jetzt auf ein neues, ne? Oh, wir sind schon vorbei. Na komm schon wieder hoch. Warte mal.
Oh, gestaltet sich aber richtig schwierig jetzt. So, jetzt müssten wir eigentlich hinkommen. So, komm. Da ist F und er macht es wieder. Er packt wieder nicht an, ey. Oh. Stabilisieren. Gucken, wo das Teil ist, ey. Da ist es. Also, was der jetzt vorhat, ne, das weiß ich auch noch nicht. Schwieriges Unterfangen. Ich sehe es kaum, ne, das ist das Schlimme daran. Okay. Wir entfernen uns, deswegen sehe ich es auch noch. Ich mache das mal ein bisschen tiefer, dass es hier unten ist, glaube ich. Aber das nützt auch nichts da drinnen, ne? So, auf ein neues. 82 Meter. Wir kommen wieder von der falschen Seite wahrscheinlich, ne? So. Okay, da ist die Leiter. So, da sind wir jetzt in der Nähe. Er hat es wieder nicht gepackt. So ein Shit aber auch. Na. Ja, das heißt, wir müssen anders daran fliegen. Dann müssen wir besser steuern. Okay.
auf ein neues. Ja. Ich glaube, da ist die Leiter zu sehen, oder nicht? Diese zwei Sprossen, sind das da? So. Da sind die Sprossen. Auf ein neues. Jetzt muss ich nur mal drehen und runter. Ne, so ist es auch nicht richtig. Tuck, tuck. So. Jetzt dreht er sich aber nicht so in meine Blickrichtung, ne? Warum macht er das denn jetzt nicht? So. Ich muss den da reinkriegen, aber es ist schwer. Ich denke, das war sonst nie so schwer wie heute. Also. Dass der da so weggeschleudert wird, das habe ich sonst nicht gehabt. Jetzt wüsste ich noch gerne, wie ich den kleinen Kerl auch noch drehen kann, ne? So links, rechts. Das macht er nämlich gar nicht, ne? Okay, jetzt hat er sich so gedreht, ne? So. Wir mal hoch, hier vor. So. Jetzt habe ich wieder das F. Und das war's wieder, ne? Dann geht immer das R aus. Auf ein neues. Das ist natürlich besonders schwer, weil gerade die Sonne davor ist dann, ne? Jetzt geht sie zum Glück runter.
So. Ja. Ich sag nicht viel, ich bin hochkonzentriert. Das war zu viel des Guten. Jetzt verschwinden wir gerade wieder. Na komm schon jetzt. Jetzt machen wir es zu kompliziert, ey. Wo ist die Klappe, Mann? Ich möchte jetzt auch nichts versauen, ne? Deswegen dauert es auch so ewig. Sorry, dass das jetzt gerade irgendwie nicht so klappt, aber ist halt so. Kommt so vor, als ob er schon dagegen stoßen würde. Aber dann gehen ja eigentlich immer die Dingens an, ne? Die Düsen alle. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Wort. Respekt. Das war eine sehr schwere Geburt, würde ich sagen, ne? Gut.
Ja, hat lange gedauert, aber was lange dauert, währt gut, oder wie war das? Ja, dann sind wir jetzt hier eigentlich im Endeffekt auf dem Weg, hier wegzukommen. Allerdings können wir, glaube in der nächsten Folge machen wir das alles, hier nochmal gerade Instrumente nachchecken und dann auf dem Heimweg machen und dann gucken, was wir als nächstes machen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.